Thema Sixpack, Bauchmuskeltraining. Was sind die besten Bauchmuskelübungen, die es gibt? Ich möchte einen Sixpack haben. Andreas, sag mir, welche Übungen sind am besten dafür? Meine Antwort für dich: Die Küche ist die beste Übung. Und zwar das Zubereiten deiner Speisen, das Wissen, was in deinem Teller bzw. auf deinem Teller liegt, was du mit der Gabel in deinen Mund schiebst. Das ist die wichtigste Übung für ein Sixpack. Und das wird immer so bleiben. Da werden die allergenialsten Übungen erfunden, was auch was immer. Praktiziert, gemacht und getan. Da wird geschwitzt wie ein Büffel, da wird gezappelt, gezuckt, gemacht und getan. Mit dem Wunsch, wo ist mein Sixpack? Es kommt nicht zum Vorschein, was mache ich falsch, was läuft schief. Du machst überhaupt trainingstechnisch nichts falsch. Und da läuft überhaupt nicht schief, dein Körper funktioniert perfekt. Nur schaffst du es nicht, deine Schicht an passiver Masse, ich drücke es jetzt mal elegant aus, an passiver Masse zu reduzieren. Das ist die Schicht, die jeder Mensch mehr oder weniger über der muskulären Schicht hat. Also unter dem schönen, muskulösen Körper befindet sich eine unschöne, eine sehr, für manche Menschen eine sehr unästhetische Schicht, die nennt man Depotfett. In der Steinzeit, also da, wo es draußen kalt war, da hat man die gebraucht, weil man hatte kein Auto, man hatte keine Heizung, man hatte wenig Kleider an und man hatte manchmal nicht viel zu essen. Da war es wichtig, dass man das hatten. Heute ist es nicht mehr so wichtig, dass man zum Teil etwas mehr an passiver Masse mit sich rumträgt. Und das ist genau der limitierende Faktor, warum beim einen der Muskel sichtbar ist und beim anderen nicht, obwohl sie alle trainieren. Die Küche, ganz klar die Küche. Geh in die Küche, mach den Kühlschrank auf und guck da rein. Und da wirst du feststellen, dass gewisse Dinge drin sind, die sind zwar schön, dass sie im Kühlschrank stehen, aber die passen nicht zu dir, nicht zu deinem Vorhaben. Dann stellst du vielleicht noch fest, dass du unregelmäßig isst, dass du das Frühstück vergisst, dass du abends sehr spät isst, obwohl du keinen Energiebedarf mehr hast, dass du eventuell so viel Energielieferanten in zuckerlastiger Form zuführst, mit einem hohen Insulinausstoß, als ob du den ganzen Tag schwer körperlich arbeiten würdest, Holz hacken würdest, oder als ob du einen Bauernhof hättest und morgen schon um 4 Uhr aufstehen musst und erstmal 2 Stunden den Stall ausmisten. Dann hoffe ich, dass jetzt ein kleines bisschen was dabei war, was klar und einleuchtend war. Ihr müsst den Weg über die Küche gehen, dann werdet ihr auch ein Sixpack haben. Wie dick nachher der Bauchmuskel ist, weil manche beklagen sich, ja, jetzt habe ich schon definiert, aber ich sehe nur so ein ganz kleines Sixpack. Das liegt daran, weil der Bauchmuskel noch kein Volumen hat, weil man nicht nach einem halben Jahr Krafttraining einen Bauchmuskel wie ein Adonis haben kann. Das geht nicht, weil der Bauchmuskel braucht natürlich auch eine gewisse Tiefe, eine gewisse Stärke. Und die erreiche ich dann, wenn ich regelmäßig sauberes Bauchmuskeltraining ohne Umkehrschwung, ganz klar Bauchmuskel fokussiert trainiert, nicht auf den Hüftbeuger, nicht auf den Quadrizeps ausgelegt, mit Belastungsgewichten und zusätzlich noch kombiniere mit sehr schönen, gut ausgeführten Grundübungen. Dann wird auch der Bauchmuskel irgendwann tiefer werden, dicker werden, wird prächtig zum Vorschein kommen. Selbst mit 10, 11, 12% sieht man dann immer noch einen Bauchmuskel. Bei anderen sieht man erst bei 5, 6%. Warum? Weil natürlich der Bauchmuskel kein Volumen aufweist. Deswegen also, liebe Fitness-Trainierende, liebe Fitness-Begeisterte, liebe Kraftsportler, der Weg geht direkt in die Küche und dann werdet ihr auch ein Sixpack haben können, erreichen können, wollen haben, was auch immer. Das war's, Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Dein Sixpack, dein Essverhalten, dein Gang in die Küche, dafür bin ich zuständig. Bis dann, ciao.